Ist das nicht immer herrlich, wenn der Außenborder erstmal aus ist und man nur noch Stille auf dem Wasser hat? Bis auf das Dieselboot, was man jetzt hinten hört. Aber das ist doch das, warum wir Boot fahren, oder? Moin, liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Beiboot TV. Und heute spreche ich mal ein Thema an, bei dem ich mich eventuell auch ein bisschen aufrege. Also nicht ganz so ernst nehmen, aber es gibt manche Sachen, worüber ich mich in der Vergangenheit extrem aufgeregt habe. Das Thema ist Bootfahren ohne Führerschein. Ich finde das Ganze eigentlich eine gute Idee. Damals durfte man ja nur 5 PS fahren, heute darf man 15 PS fahren. Ich denke, das ist auch in manchen Fällen begründet, denn wer will auf dem Rhein, ich glaube, da war es glaube ich sogar schon immer 15 PS, da kommst du ja gar nicht gegen die Strömung an. Und auch hier auf der Ostsee finde ich 15 PS gar nicht so schlecht, denn mit 5 oder 6 PS, so wie in diesem Fall, gerade hat einer in den Kommentaren auf was geschrieben, hat sich ein 3,50 Meter Boot gekauft. Mit 5 PS kommst du natürlich mit 2 Leuten absolut nicht ins Gleiten. Macht gar keinen Spaß, wenn das Boot nur so steht. Und wenn du noch Gepäck oder eine Kühlbox dabei hast, dann ist das einfach eine Scheißnummer, das ist einfach so. Deswegen, ich bin ganz klar dafür, dass man gerade Menschen aufs Wasser zieht und vielleicht auch junge Leute zum Segeln oder zum Motorbootfahren begeistert. Wie ihr wisst, ich bin absoluter Motorboot-Fan. Ich mag keine Stangenboote. Also ich bin kein Stangenboot-Fan. Ich mag die Leute trotzdem. Also nicht dieses typische Klischee, dass man keine Segler mag. Aber bevor jetzt hier alle Skipper und alten Hasen wieder sagen, und Kommentare da unterschreiben wie bla bla bla, das weiß man doch, so viel Gewissen muss man haben. Die Punkte, die ich jetzt anspreche, die sind mir alle schon entgegengekommen oder passiert. Und ich habe solche Leute gesehen, wie die mit Booten und Leuten umgehen. Deswegen spreche ich jetzt solche Sachen an. Und ich weiß, es werden, wie gesagt, viele sagen, das ist doch klar. Also, ne, aber in der heutigen Zeit ist Verstand irgendwie anscheinend nicht mehr ganz so klar. Also, ihr wollt aufs Wasser, ihr dürft führerscheinfrei bis 15 PS fahren. Erste Frage, die fast überall in irgendwelchen Foren auftaucht. Ja, kann ich dann 15 PS und noch ein 6 PS ran machen, falls der 15 PS ausfällt? Nein. Wenn du einen 15 PS Außenborder hast und hast noch einen 6 PS dabei, der hochgeklappt ist und angeschraubt ist hinten, dann gilt das als Fahren ohne Führerschein, weil ihr könntet theoretisch dann mit 21 PS fahren und das gilt nicht. Ist blöd, aber das ist so. Mindestalter 16 Jahre, gute körperliche und geistige Verfassung, Kenntnis der Verkehrsschilder und grundlegenden Regeln auf dem Wasser. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich ansprechen will. Kenntnis der Verkehrsschilder und Grundregeln auf dem Wasser. Leute, wenn ihr euch ein Schlauchboot kauft oder ein Boot mit 15 PS und ihr habt keine Ahnung, bitte informiert euch vorher. Und in diesem Video möchte ich so ein paar Sachen dafür ansprechen. Ja, ich weiß, 15 PS führerscheinfrei gilt nicht für alle Gewässer. Ich weiß, Müritzsee, glaube ich, kann man mit einer Charter-Einweisung davon auch große Boote über 15 PS führerscheinfrei fahren. Ich rede jetzt in diesem Fall wirklich nur von Sachen, wo man ohne Führerschein nur bis 15 PS fahren darf und alles andere muss man Führerschein haben. Wichtig, auf allen Abschnitten der benannten Gewässer gelten die Einschränkungen nur in bestimmten Bereichen. Erkundet euch vor dem Beginn eurer Bootstour beim Wasserschutzamt oder bei der Wasserschutzpolizei. In meinem Fall, ich bin jetzt hier auf der Trave und auf der Trave ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung und die nennt sich 8,3 Knoten. Und wenn du jetzt schon keine Ahnung hast, was 8,3 Knoten ist, dann google es bitte vorher. Das sind circa 15 km/h und diese 15 km/h werden nicht überschritten. Auch wenn ihr keinen Führerschein habt, gilt das trotzdem. Ne? Wer Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und ich will euch nur mal sagen, auf dem Wasser zu schnell fahren kostet richtig Geld. Mal eben so 20 km/h drüber sind mal eben so 350 bis 500 Euro. Das ist nicht wie im Straßenverkehr 10, 20 Euro. Klar, ich bin auch schon mal hier oder da zu schnell, aber ich gucke immer, dass ich dabei niemanden gefährde und das auch nur mache vielleicht zu einer Probefahrt. Wir haben jetzt schon mal eine Probefahrt gemacht oder mussten einfach mal gucken, ob der Motor läuft. Da mache ich mal 50 Meter einmal kurz Vollgas, muss kurz mal gucken. Da will ich mich nicht ausnehmen, um Gottes Willen. Ich will ja auch alle nicht verteufeln. Aber Straßenverkehr ist Straßenverkehr und Wasserstraßen sind eben auch Straßenverkehr. Auf diesen Gewässern oder auf diesen Flüssen hier gilt genauso wie auf der Straße auch, fahr rechts. Du kannst in der Mitte fahren, klar, aber sobald dir ein Boot entgegenkommt, signalisierst du ihm früh genug, dass du ihn gesehen hast und fährst rechts rüber. Du machst genauso keine wilden Manöver und ballerst mit dem Schlauchboot an irgendwelchen Leuten vorbei und scherst vor denen ein und so weiter. Verhalten von Berufsschifffahrt, auch total wichtig. Hier auf der Trave fahren große Fähren, die können euch aus 25 Meter Höhe ganz schlecht sehen mit so einem kleinen, mit so einer Gummigurke. Ja? Oder auch mit so einem Kajütboot. Ihr denkt immer, ja, die werden mich schon sehen. Nein, die sehen euch nicht und die fahren euch eiskalt über den Haufen. Denn so ein Riesenpott, der kann nicht mal eben einfach bremsen. Und ich habe ja auch aufgeschrieben, die saugen euch auch an, wenn ihr ein kleines Boot habt. Also fahrt jetzt da zu nah ran. Und das sehe ich auch immer wieder. Och, schönes Boot, so mit Kindern auf dem Schlauchboot. Fahren die da irgendwie so auf 10 Meter an so eine Fähre ran, die irgendwie daneben Sog- und Wellenschlag verursacht. Das Ding saugt euch an und dann ist euer Schlauchboot da unter und ihr seid auch da unter. Und dann sind eure Arme hinten an der Schraube ab. Also ich verstehe manchmal echt nicht, wie man so wenig Respekt vor
Seeschifffahrtsstraßen haben kann. Ja, wie gesagt, man fährt wie im Straßenverkehr, rechts, nicht in der Mitte. Natürlich könnt ihr so lange in der Mitte fahren, bis ein Boot euch entgegenkommt. Dann fahrt ihr rechts rüber. Dann schaut euch die Zuladung eures Bootes an. Wenn ich hier Boote sehe, die mir hier zu guten Sommertagen entgegenkommen, Schlauchboote, Kajütboote, wo 8 oder 9 Leute drauf sind, auf so einem kleinen Mini-Kajütboot, wo so 15 PS dranhängen, wo das Schiff vorne schon mit dem Bug so weit im Wasser hängt, weil alle meinen, sie müssen vorne sitzen. Leute, das ist eine sicherheitsrelevante Geschichte. Da kommt eine große Welle oder ein bisschen schlechtes Wetter, das Ding schwappt euch vorne rüber, dann geht ihr unter. Schaut auf das Boot, wie viel Zuladung darf ich da überhaupt dran packen? Ist die Zuladung vielleicht mit dem Motor und 2 Personen schon überschritten oder nicht? Guckt euch das bitte genau an. Wie gesagt, wie oft sehe ich überladene Gummigurken, also Schlauchboote, die halb unter der Wasseroberfläche sind, ne? Und die ganze Familie sitzt da drauf und dann haben die Kinder an Bord nicht mal Schwimmwesten an. Ne? Also zu dem Thema komme ich auch gleich noch. Hier, Sicherheit an Bord. Schaut euch mein Video zu, was muss ich an Bord haben oder was ist so Pflicht an Bord. Schaut euch das mal an, ich markiere euch das oder was man auf dem Boot haben sollte, markiere ich euch mal oben, habe ich ein ausführliches Video gemacht. Das ist ganz wichtig, Schwimmwesten für jeden. Ja, Thema Geschwindigkeit hatte ich eben nochmal aufgeschrieben, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Macht euch bitte für den Bereich, auf dem ihr fahren wollt, schlau, wie schnell dürfen wir da fahren. Es hat einen Grund, warum bestimmte Geschwindigkeiten auf bestimmten Gewässern eingehalten werden müssen. Und das gilt eben auch für euch. Wie gesagt, zum Beispiel 9 km oder 6 km. Genauso gehört es zum guten Ton, wenn ihr in einer Marina oder in einen Hafen fahrt, da nicht mit Vollgas reinzufahren und auch nicht so schnell reinzufahren, dass ihr so eine Heckwelle macht. Von mir aus könnt ihr ja 9 km fahren, das ist wahrscheinlich immer noch zu schnell für einen Hafen. Aber ihr macht dann so eine Welle, dass alle Boote da drin schwappen und Leute, die da irgendwo was basteln oder so, fallen da vom Bord. Das macht man nicht. Das gehört einfach zum guten Ton, dass man eben nicht in einer Marina wie ein Bekloppter mit dem Außenborder rauf und runter fährt. Fahrt doch raus dafür. Das macht man eben nicht. Wie gesagt, die erlaubte Geschwindigkeit beträgt auf Kanälen irgendwo so zwischen 5 und 8 km/h, manchmal 9, Flüsse 10 bis 12 km/h. Bitte immer vorher schlau machen. Könnt ihr beim Wasserschifffahrtsamt oder auch bei der Wasserschutzpolizei, wenn ihr nett seid. Und wie gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ihr kriegt dafür genauso ein Ticket. Auch die Schilder solltet ihr ein bisschen kennen, was ich am Anfang schon sagte. Wenn da so ein Wellenschild ist, dann heißt das Sog- und Wellenschlag vermeiden. Genau das, was ich eben angesprochen habe. Es gibt bestimmte Abschnitte, in die man vorbeifährt, wo vielleicht Boote ankern oder vielleicht Boote an so einer Kaimauer fest sind. Und da fährt man eben nicht, oder man fährt so entsprechend einer Geschwindigkeit, dass man keine Welle erzeugt, sodass diese Boote da nicht an der Kaimauer hoch und runter schuppern. Oder was auch immer passieren kann. Also, ne, schaut auf diese Schilder. Das ist nicht ganz so schwer. Und wenn ihr auf eurer Tour gemütlich seht, ach, das Schild kenne ich nicht, googelt doch einfach mal. Es gibt auch so kleine Listen. Ich gucke mal, ob ich den Download finde, packe ich unten mal rein. Da gibt es so eine kleine DIN A4-Seite im Endeffekt, wo alle Beschilderungen oder so die grundlegenden Beschilderungen drauf sind. Und ich denke, das sollte jeder auch irgendwie so ein bisschen verinnerlicht haben. Ihr müsst nicht alles wissen. Man fährt auch nicht mit Vollgas an ankernden Schiffen vorbei. Wenn ihr auf der Ostsee fahrt oder hier auch, an manchen Buchten vorbei, und ihr fahrt da jetzt in so einer Bucht etwas schneller, ja, 15 km/h, weil das Ding jetzt ins Gleiten kommt. Okay, 17 km/h, sage ich ja gar nichts. Aber fahrt doch bitte nicht 7 Meter an irgendwelchen geankerten Päckchenbooten vorbei oder so. Ihr macht wieder so eine Welle, da fallen die ganzen Gläser aus dem Regal, man grillt da vielleicht gerade, ne, hat gerade die Getränke auf dem Tisch. Das muss nicht sein, man macht das einfach nicht. So, ich sehe das immer wieder. Auch anderen Schiffen nicht vor den Bug fahren oder so eine Geschichte. Die, vielleicht sieht der euch auch nicht und dann werdet ihr über Haufen gefahren. Außerdem, auch ganz wichtig, keine Welle bei Ruderern oder bei Paddelbooten. Ne? Wenn ihr hier auf der Trave so Ruderer habt und ihr ballert da wie die Bekloppten vorbei. Die kentern, fallen um und so. Da ist doch keiner mit glücklich. Wenn ihr da drin sitzen würdet und ich baller da mit meiner Sea Ray vorbei und euer Schlauchboot macht richtig den Larry und bei euch fallen da die Kinder über Bord, findet ihr das auch nicht lustig. Also bitte darauf achten, schaut einfach, dass ihr euch gut verhaltet, auch anderen Menschen gegenüber. Wie am Anfang schon gesagt, eigentlich sind das ja Sachen, die sollte man ja eigentlich wissen. Nur irgendwie hatte ich irgendwie das Gefühl, ich müsste dieses Video machen. Wie gesagt, auf dem Wasser gilt Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Rücksichtnahme auf andere, dann ist alles gut. Dann hat man keine Missverständnisse und auch keine Probleme. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Motor wieder anmachen, weil ich mitten auf der Fahrrinne anker. Beziehungsweise ankern tue ich gar nicht. Jetzt müssen wir fix rüber. Genau das, was ich meinte. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Also, genau das ist das Problem. Jetzt zum Beispiel kommt ein Boot auf der Fahrrinne. Ich lag so halb durch den Wind in die Fahrrinne gestrandet. Ich mache frühzeitig den Motor an und signalisiere dem Boot, was mir jetzt von der linken Seite kommt, ich habe dich gesehen, ich fahre aus dem Weg. So braucht er sich gar keine Sorgen mehr machen. So, jetzt habt ihr auch gesehen, man fährt wie im Straßenverkehr aneinander vorbei. Und ich habe ihm gezeigt, hier ist die Fahrrinne frei. Kurz mal wieder den Motor aus. Wir waren stehen geblieben, ja, geht einfach gut miteinander um und guckt einfach mal, dass ihr irgendwie solche Sachen einfach mal speichern. Hier seht ihr, jetzt kommt so eine Welle, ne? Das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so schlimm, aber ihr seht schon, das Boot war nicht schnell
und was dieses Teil für eine Welle macht. Und wenn dann zwei, drei solcher Boote das machen, dann ist ganz schnell Alarm im Darm. Thema Ostsee. Also wenn ihr mit Führerschein frei aufs Meer fahrt, dann guckt euch auch so ein paar Sachen an. Es gibt auf der Nord- oder auf der Ostsee, also direkt auf dem Meer, gibt es keine großartigen Regeln. Natürlich guckt ihr auch, wie kommen die Boote entgegen, wo fahre ich lang. Ihr weicht immer voreinander aus. Also der entgegen kommt nach rechts und du natürlich auch nach rechts. Zeigt einfach anderen Booten früh genug, welchen Weg ihr fahren wollt. Also mit dem Kurs oder die Richtung. Damit es bei schnelleren Fahrten auch nicht zur Kollision kommt. Gerade auf der Ostsee oder so, da geben natürlich alle Vollgas, weil dort ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wenn dann ein schnelles Boot kommt, zeigt den lieber rechtzeitig, dass ihr aus dem Weg fahrt. Oder fahrt den einfach rechtzeitig aus dem Weg, falls ihr euch nicht gesehen habt. Ihr seht, ich musste noch mal ganz kurz die Stelle wechseln, weil ich wieder so ein bisschen aus dem Weg fahren musste. Ist aber auch gar nicht so schlimm. So seht ihr mal ein bisschen die Umgebung hier auf der Trave. Das ist ja so meine Lieblingsstelle zum Filmen. Hier ist es eigentlich immer schön ruhig. Bis auf die Autobahn, die man so ein ganz bisschen hört. Aber ja, wie gesagt, auf der Nord- und Ostsee würde ich einfach nur frühzeitig den Kurs anzeigen. Wo will ich hin? Wo wollen die anderen hin? Schaut euch das einfach an und dann kommt ihr euch da eigentlich auch nicht in die Quere. Ich würde aber, und das ist auch echt ein großes Thema, was Familien angeht, ne, und das sehe ich auch echt oft, auf der Nord- und Ostsee würde ich schon ein wenig mehr Sicherheitsausrüstung mitnehmen. Bitte schaut euch dazu einfach mal das Video an, was sollte auf dem Boot alles dabei sein. Wenn ich auch das sehe, wie gesagt, überladenes Schlauchboot, überladenes Kajütboot, überladenes Boot mit 15 PS, was auch immer, mit Kindern noch zwei, drei drauf und niemand hat eine Schwimmweste an und ihr fahrt auf eine Ostsee, das macht man nicht. Da ist ein bisschen Welle, da fällt das Kind runter und bitte, bei einer Schwimmweste, ihr denkt immer alle irgendwie, gerade die Leute, die frisch anfangen mit Bootssport, ja, ich kann doch schwimmen, ja, ich kann doch schwimmen. Jetzt mal ehrlich, geht mal bitte in die Ostsee bei ein bisschen Wind, werft mal einen Ball rein und versucht den mal zu kriegen, so einen Luftball. Ihr werdet diesen Ball mit Schwimmen nicht bekommen und wenn ihr diese Richtung des Balls mitgeschwommen seid, und dann zurück zu eurem Boot wollt und entgegengesetzt dieses Windes versucht zu schwimmen, werdet ihr zu diesem Boot nicht kommen, wenn es 10, 15, 20 km/h Wind ist. Oder ihr schafft es vielleicht gerade so eben, aber danach seid ihr fertig. Glaubt es mir. Und das sind vielleicht maximal 100 Meter, die ihr da geschwommen seid. Aber von der Energie habt ihr wahrscheinlich 800 Meter verbraucht, weil ihr einfach diesen Weg nicht schafft. Zweites Beispiel. Ihr fallt von Bord. Ja, bei irgendeiner Welle, bei haha, ein bisschen geile Action mit dem Schlauchboot, springen wir mal durch so eine Welle durch. Ist auch alles legitim, alles cool. Ihr fliegt jetzt von dem Schlauchboot, weil ihr euch auf dieser Welle nicht halten könnt und haut euch voll den Kopf am Außenborder an oder bei einem Kajütboot hinten auf der Badeplattform oder was auch immer. Ihr seid in dem Moment für ein oder zwei Minuten bewusstlos oder eure Kinder sind bewusstlos. Die gehen einfach unter. Da ist nichts mit, ich hole die mal eben raus. Bis ihr umgedreht habt, erstmal bis ihr das gemerkt habt, bis ihr dann umgedreht seid, bis dahin sind schon zwei, drei Minuten vergangen und ihr wisst selber, nach drei, vier Minuten ist dann Hirnschaden vorprogrammiert. Also, tut mir den Gefallen, wenn ihr auf die Ostsee fahrt und keine Ahnung habt und Kinder dabei habt, gebt wenigstens bitte den Kindern eine Schwimmweste. Es gibt auch, wenn die gut schwimmen können, ja, und ihr wirklich auch vorsichtig seid, müsst ihr auch nicht die dicken, fetten Rettungsschwimmwesten nehmen. Ihr könnt ja auch kleine Schwimmhilfen nehmen, die man für Wasserski oder so nimmt. Alles ist besser als nichts. Natürlich ist es am geilsten, wenn ihr denen so eine Automatikweste gebt, weil die ist klein, schmal und die löst aus, wenn sie reinfallen. Aber selbst wenn ihr das nicht wollt, wie gesagt, wenigstens eine Schwimmhilfe anziehen. Das ist, ich sehe das und mir gehen die Nackenhaare hoch, echt. Auch hier auf so einem Kanal, ne? Die Kinder fallen da über Bord, die kriegt ihr so schnell nicht wieder eingesammelt. Oft gestellte Fragen, auch gerade bei Führerschein-Neulingen oder hier in dem Fall Führerschein-frei. Was ist mit Alkohol an Bord? Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, am besten gar keins. Ansonsten gilt aber das Thema wie beim Autofahren. 0,5 Promille dürft ihr haben. Das würde ich auch nicht überschreiten. Auf dem See und auf dem Binnenschifffahrt ist es so, dass ihr auch ab und zu angehalten werdet und pusten müsst. Mir fällt gerade noch was zum Thema Geschwindigkeit ein. Das will ich nochmal nachtragen. Das schiebe ich jetzt nochmal hier so zwischen. Wenn ihr glaubt, ihr werdet zwar angehalten, aber die können ja eh eure Geschwindigkeit nicht schätzen, dann sage ich euch mal eins, es wird gelasert. Ihr seht nicht unbedingt immer diese Polizeiboote, sondern manchmal sitzen irgendwo Schlauchboote um die Ecke und von Land lasern zwei Polizeibeamte eure Geschwindigkeit. Und dann sind sie auf einmal hinter euch und dann können sie euch das vorwerfen, denn das ist per Video festgehalten. Deswegen, also, Geschwindigkeit einhalten. Das wollte ich nochmal sagen, dass das immer auch unterschätzt wird, dass es viele nicht glauben, aber wie gesagt, es wird sozusagen geblitzt, nur mit einer Laserradarpistole. Ja, also, wenn euch noch was einfällt, also die bootserfahrenen alten Hasen, haut das doch bitte gerne mal in die Kommentare. Ich denke, ich habe so meinen Senf heute mal dazu abgegeben. Wenn hier auf dem Kanal Bootsneulinge sind und ihr damit überlegt, 15 PS, also bis 15 PS euch was anzuschaffen,
haut es gerne in die Kommentare. Ich beantworte auch gerne Fragen, die hier nicht geklärt wurden. Oder auch die Community hier liest ja auch immer fleißig mit. Vielleicht weiß der andere noch mal was, was der andere nicht weiß. Oder möchte der eine noch mal was dazu sagen. Oder haut es gerne in die Kommentare. Ich denke, ich werde auch so ein bisschen polarisieren. Jetzt werden bestimmt auch einige, wie gesagt, sagen, ja, Mensch, meckert immer so viel rum. Aber was ich in den letzten Tagen hier schon wieder auf dem Wasser gesehen habe, ist einfach fürchterlich. Auch von Leuten, die einen Führerschein haben. Gerade dieses, ich fahre mal mit Hartgas an irgendwelchen ankernden Booten vorbei. Also ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen muss, aber das macht man einfach nicht. Das ist scheiße. Ne? So, in diesem Sinne hoffen wir, dass das Wetter zum Wochenende wieder gut wird. Hier werden 30 Grad und dann gibt es vielleicht nochmal ein Badevideo. Bis dahin, alles Gute und ich hoffe, ihr seid nicht ganz so böse, wenn ich euch jetzt hier vollgemeckert habe. Tschüss!